Und wir glauben an deinen Gesandten, alle Gesandten. Und wir glauben an die Menschen, die du beauftragt hast, selbst wenn ihre Namen nicht in den Koran erwähnt sind. Reicht, wenn der Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, nach mir ist Ali sallallahu alaihi. Heute alle Menschen glauben an einfach das Verborgene. Alle Muslimen und Nicht-Muslimen glauben an das Verborgene, das, was kommen wird. Und sie wissen, dass das verborgen ist, nämlich Imam Zaman, sallallahu alaihi. Warum? Weil wir haben die Nachrichten von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bekommen. Aber da steht nicht im Koran sein Name. Sein Name ist nicht im Koran, Al-Mahdi, Imam Zaman oder Muhammad oder so. Das steht nicht im Koran. Warum glauben wir alle daran? Und das ist derjenige, der das Ganze versiegelt. Der ist derjenige, der das Ganze abschließt, die ganze Botschaft von Anfang der Schöpfung unserer Menschen hat, bis zum jüngsten Tag, ist er derjenige, der das Ganze abschließt. Das heißt, Imam Zaman ist mehr als Usuluddin. Ist mehr als Usuluddin. Warum? Weil er hat das Ganze daher in der Hand. Keiner kannte einen Propheten nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Keiner kannte einen Prophet nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, danach gab es keine Wahi mehr, gab es keine Offenbarung mehr. Gab es keinen Kontakt mit Jibril sallallahu alaihi. Nichts, keine Nachrichten mehr vom Himmel. Und jetzt, wir warten auf jemanden, derjenige, der am meisten wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aussieht. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer mich nicht gesehen hat und möchte mich sehen, soll sich Imam al-Zaman angucken. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommt in Gestalt von Imam al-Zaman wieder. Das heißt, wir werden Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Gesicht wieder sehen, inshallah, bald. Jetzt gehen wir zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und gucken wir die göttliche Gerechtigkeit, die in Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aus Taif zurückkam, guckt euch diesen Herrscher an. Das ist ein Herrscher, der die Erdoberfläche geändert hat. Das ist ein Herrscher, der seine Religion, die zweitgrößte Religion auf der Erde heute ist. Das ist ein Herrscher, kommt er, nachdem er gesiegt hat aus Taif. Das heißt, er war ein absoluter Herrscher, ob man wollte oder nicht. Gleichzeitig war er der Prophet Gottes, war er der Richter, war der Imam, war derjenige, der Gottes Gerechtigkeit trägt. Kam er aus Taif zurück und als er saß auf seinem Kamel und wollte Platz machen, sodass sein Kamel durchgeht, und mit seinem Stock hat er einen Freund von ihm getroffen, auf seinem Bauch. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er abgestiegen ist, redete er über die Gottesgerechtigkeit und über die Lehre des Islams und so. Und ein Sahabe hat zu ihm gesagt, oh du Prophet Gottes, du schuldest mir was. Er sagt, was denn? Er sagt, als du aus Taif zurückgekommen bist und hast du mit deinem Stock so deine Kamel gezeigt, wo sie hinlaufen soll, hast du mich auf meinen Bauch getroffen, hat es weh getan. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der größte Herrscher auf der Erde, was macht er? Er macht seinen Bauch frei, sagt, schlag zurück. Das ist eine Gerechtigkeit. Welcher Herrscher macht das heute? Er sagt, ich muss genau gucken, wo du mich getroffen hast. Er wollte etwas anderes, dieser Mann. Er wollte nur sein Gesicht auf seinen Bauch machen. Und er sagte, er umarmte ihn und sagte, oh Allah, bei diesem Propheten, der mir seinen Bauch gegeben hat und diese Haut, die ich treffe, oh Allah, rette mich von Höhlenfeuer. Das wollte er, er wollte sich rächen. Er wollte nur einen Trick machen, dass er die Haut des Propheten sallallahu alaihi wa sallam anfasst. Dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hört nicht, was er sagt. Er sagt zu ihm, oh, du Sahabe, sag, verklagst du dich oder bestrafst du mich? Verklagst du mich oder bestrafst du mich? Er sagt, ich wünsche mir was. Er sagt, oh Allah, vergib ihm, weil er mir vergeben hat. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, bittet um Vergebung,
von einem Menschen, der Mushrik war, den er zum Islam übergebracht hat, den er recht geleitet hat. Und dachte er, er hat ihm wehgetan. Und er sagte, oh Allah, vergib mir. Vergib ihm, weil er mir vergeben hat. Welcher Herrscher hat diese Gerechtigkeit heute? Außer Imam al-Zaman, salamullah alayhi. Welcher Herrscher? Wir gehen zu einem Sahabe des Propheten Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Tha'lab ibn Abdullah. Der ist ein sehr guter Freund des Propheten, ein sehr guter Sahabe von Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Radiallahu ta'ala an. Er war ein Diener des Propheten, salallahu alayhi wa sallam. Er hat die ganze kleine Arbeiten des Propheten, salallahu alayhi wa sallam, immer erfüllt, was Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam, immer von ihm verlangte. Eines Tages verlangte er von ihm, irgendwas zu erledigen. Und dann ging diesem Mann unterwegs, Ta'alab ibn Abdullah, und guckte in einem Haus. Er sah eine Frau von den Ansar, eine verheiratete Frau, die am Duschen stand. Der stand eine kurze Weile hin und hat sich das angeguckt. Und dann ging er weiter zu dem, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ihm beauftragt hat. Und dann reute sich auf einmal, kam bei ihm diese Angst, diese Gottesfurcht, sagt, was habe ich gemacht? Jetzt ist bestimmt der Wahi ist zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen und hat mich entblößt. Was habe ich für eine Sünde heute begangen? Was ist das für eine Sünde, die ich gemacht habe? Fing an, sich selbst zu tadeln. Und dann suchte er sich einen Platz zwischen zwei Berge, zwischen Mekka und Medina, und versteckte sich in einer Höhle. 40 Tage lang war er weg. Weinte und betete und suchte Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala und bittete um eine Vergebung. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bekam Jibril, salamullah alaihi. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Er hat ihn nicht entblößt. Er hat ihn nicht verleumdet. Er hat ihn nicht bloßgestellt, sondern er hat ihn gefragt, sagt, oh ja, Muhammad, ja, Rasulullah. Sagt Jibril alaihi salam zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sagt Allah, lässt dich grüßen. Und er sagt, da ist jemand, der Zuflucht bei sich sucht, zwischen zwei Bergen, in eine Höhle. Nur das. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, das ist Tha'lab ibn Abdullah. Er rief seinen zweiten Sahabi, Umar ibn Khattab, und Abu Dharr al-Ghaffari, Salman al-Farisi. Er sagt, Salman und Umar, geht mal dahin zwischen diese Gebirge und suchet diesen Mann raus und bringt ihn her. Wallahi, das ist nur Tha'lab. Sind die hingegangen, beide, und suchen auf der Straße, finden niemanden. Da sahen sie die Bewohner, einen Verkäufer oder irgendwas, der sich dagegen sich begab, fragte Umar ihn, sagt, hast du jemanden gesehen, der Tha'lab ibn Abdullah hier? Er sagt, nein. Oder vielleicht meinst du derjenige, der von Höhlenfeuer abhaut. Er sagt, wie kommst du denn darauf? Ich weiß gar nicht. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat mich nur beauftragt, ihn abzuholen. Mehr nicht. Ich weiß gar nicht, was los ist. Er sagt, da war einer, vielleicht das Ding meinst du. Er sagt, da ist einer, der kommt jede Nacht mit seiner Hand auf seinen Stirn und ruft, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Oh Allah, beeile dich mit meiner Entscheidung. Und bereute sich. Und er sucht Zuflucht vor Höhlenfeuer. Das ist derjenige, der vor Hülle abhaut. Er sagt, das ist er, sagt Omar. Das ist er. Der ging mit ihm zu ihm hin, mit Salman al-Farisi. Und er sah ihn. Und die haben sich umarmt, die beiden. Und dann dieser Abdullah, dieser Thalaba, fragt Omar, sagt, was hat dich hierher geführt? Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat nach dir gefragt, du musst zurück. Er sagt, bitte, aber ich habe eine Bitte. Bring mich nur dahin, während er erbeten ist. Wenn er erbeten ist, kannst du mich dahin bringen. Sag, okay. Hat er ein Zeichen gegeben, sagt, wenn ich dir das sage oder zeige, dann kommst du. Sind die hingegangen, war Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fertig mit seinem Gebet, rief er Umar und Salman, wo ist Thalaba? Sag, hier ist er.
kam Thalaba zwischen die Hände des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihm, O Thalaba, was hat dich denn da weggetan von mir? Weswegen warst du so lange von mir weg? Ich habe dich vermisst. Er sagt, ich habe eine Sünde begangen, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß nicht, wie ich das loswerde. Er sagt, ich bringe dir was bei, was deine Sünde wegtut. Lies mal, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Er sagt aber, meine Sünde ist viel zu groß. Er sagt aber nicht größer als diese Worte. Er sagt, Wallah, wenn deine Sünden so viel wie der Sand dieser Erde sind, wenn du dich bereust und um Vergebung bittest, Allah verwischt deine Sünden. Dieser Thalaba ging nach Hause. Nach 8 Tagen ist er krank geworden. Und dann lag im Sterbebett. Kam Abu Salman al-Farisi, kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt, Ja Rasulullah, Thalaba benötigt dich jetzt. Er braucht dich. Er sagt, was weswegen denn? Er sagt, er ist krank, er ist schwer krank. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu Thalaba. Thalaba lag auf Boden, hat gezittert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm seinen Kopf und machte auf seinen Schoß. Guckt ihr euch diese Barmherzigkeit, die durch die Gerechtigkeit entsteht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat zu vergeben, aus das, was er sich vorgeschrieben hat, die Gerechtigkeit, die Reuenden werden vergeben. Er hat sich geweiht. Dieser Thalaba nahm seinen Kopf von dem Schoß von Muhammad sallallahu alaihi wasallam weg. Er sagt, weswegen gehst du von mir weg, ja Thalaba? Er sagt, weil dieser Kopf ist voller Sünden und hat das nicht verdient, auf deinen Schoß zu sein. Guckt ihr euch diese Reue, wie weit die ist gegangen von diesem Mann. Der Prophet ist vor dir und er hat dir gesagt, Allah hat dir vergeben. Und trotzdem bist du so gläubig, so gottesfürchtig, dass du so bescheiden bist, zu sagen, dass dein Kopf voller Sünden und hat das nicht verdient, auf meinen Schoß zu sein. Er sagt, wie fühlst du dich? Zu Thalaba. Er sagt, Wallah, wie Ameisen in meinem Körper, zwischen meiner Hand und zwischen meiner Haut und meinen Knochen. Und dann starb Thalaba zwischen die Händen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da verrichtete der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Totengebet gegen ihn, für ihn. Und als er fertig war, wollte er nach Hause. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lief auf die Spitzen von seinen Füßen, also auf die Zehen. Die Sahabe haben gefragt, weswegen läufst du auf deine Zehen? Er sagt, Wallah, bei Allah, derjenige, der mich in Recht geschickt hat, da waren so viele Engel dabei, sodass ich keinen Platz gefunden hatte zu laufen. Deswegen habe ich mich so eng gemacht. Diejenigen, die sich für seine Beerdigung beteiligt haben. Das ist Thalaba. Das sind die Sahabe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir verehren, die wir verherrlichen, die wir lieben. Wir können als Beispiel nehmen ein Sahabe wie Thalaba, derjenige, der eine Sünde begeht. Weil so ein Beispiel können wir von Ali bin alaihi wasallam nicht nehmen, weil die begehen keine Sünde. Deswegen wir benötigen die Sahaba, diejenigen, die gesündigt haben, aber diejenigen, die auch sich gereut haben. Und das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat. Weil sie sich an die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten haben. Guckt euch das an. Was für ein Mensch war Thalaba? Wie hat er mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam geredet? Was für eine Liebe entsteht jetzt für Thalaba, weil er sich so benommen hat? Und was für ein Gefühl steht für diejenigen, die Fatima alaihi salam geschlagen haben? Das Teil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist das für eine Gerechtigkeit war das? Was ist das für eine Gerechtigkeit von den Herrschern, dass sie dahin gehen und sie angreifen? Eine Frau, abgesehen davon, dass sie die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abgesehen, dass sie die Fatima alaihi salam, Oma Adraka Ma Fatima, das heißt, reicht dir nicht, dass das eine Frau war? Reicht dir nicht, dass sie die Tochter deines Freundes war? Und die sagen, wenn du die Gerechtigkeit verkörpert sehen möchtest, dann guck dir diesen Sahaba an. Und dieser Sahaba ist derjenige, der Fatima alaihi salam angegriffen hat. Deswegen, sie haben alles verdreht. Sie haben Hak mit Badel
verkleidet und Bartel mit Hack verkleidet.